A2 48 PS Bikes, wie sieht's aus? Das erkläre ich euch jetzt. Bei mir ist eine Zeit lang her, wo ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich habe ihn nochmal rausgezogen. Und zwar habe ich meinen Führerschein, den A1, wann habe ich den gemacht? Der ist hier eingetragen am 13.08.91, hier zum Beweis. Und über dieses Thema sprechen wir heute. Ein Thema, was euch total beschäftigt, was total wichtig ist, weil es darum geht, welches Bike soll ich mir kaufen? Und hier gibt es was Neues. Und da hat es am 16. Dezember gerappelt. Der Bundesrat hat entschieden. Und das war sicher kein tolles Weihnachtsgeschenk, weil ich mir sicher bin, dass der eine oder andere von euch schon ein schickes Bike unterm Baum stehen hat und jetzt nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Was ist alt, was ist neu? A2, 48 PS Regelung. So, da haben wir es hier. 48 PS gleich 35 kW. Und die ganze Sache muss gedrosselt sein und 2 Jahre so gefahren werden. Nichts Neues, das kennt er bereits. Wo soll man drauf achten? Man muss natürlich auch je nach Fahrzeug drauf achten, dass man hier eine maximale Leistung bzw. maximale Leistung anliegen hat von 0,2 kW pro Kilogramm. Bei manchen Fahrzeugen trifft dieser Wert nicht ganz zu, da auch ein bisschen Obacht geben. Da hat sich bis jetzt noch nichts geändert. Was ist jetzt neu? Die Ausgangsleistung von 95 PS, also 70 kW, darf nicht mehr ab sofort überschritten werden. Also wenn ihr jetzt in diese Regelung reinfallt, gerade noch euren Führerschein macht, dann ist es so, dass diese Leistung im Endeffekt reglementiert ist. Man darf kein Motorrad mehr drosseln, was eine Leistung hat über 70 kW. Ja, jetzt gibt es zum Thema Bestandsschutz natürlich auch noch was zu sagen. Und zwar Bestandsschutz heißt, alte A2-Führerscheine, also vom 19.01.2013, kann man es lesen hier, vom 19.01.2013 bis zum Tag der Veröffentlichung dürfen die Fahrzeuge weitergefahren werden. Das ist ja schon mal was. Aber achtet darauf, weil wenn ihr mit diesem Fahrzeug, wenn ihr es jetzt so in der Konfiguration in der Garage stehen habt, ins Ausland fahren wollt, in der EU rumfahren wollt, dann seid ihr raus, weil EU-weit gilt diese Regelung schon lange. Also da müsst ihr wirklich drauf achten. Ja, diese Ausgangsleistung über 70 kW, also über 95 PS. Motorräder, die diese Leistung haben, ich zähle mal ein paar auf. Yamaha R6 wurde immer wieder diskutiert. Yamaha R1, MT-09, natürlich von anderen Herstellern gibt es ja auch solche Motorräder, Naked Bike, CBR 1000, whatever. Ja, lassen sich auf diesem Wege leider nicht mehr legal so drosseln, dass ihr sie fahren könnt. Und das finde ich sehr schade. Ich hätte euch lieber gerne jetzt einen schönen Bikeporn gezeigt oder einfach ein neues Modell präsentiert. Keine Sorge, am Sonntag geht es einfach wieder weiter. Natürlich kommen auch die Werkstatttipps wieder und, und. Ja, ich bin jetzt eben der Überbringer der schlechten Botschaft, aber es war lange bekannt. Man hat jetzt fast ein halbes Jahr dran rumgemacht. Es wurde immer wieder hin und her verschoben. Glücklich können sich die schätzen, die alles in Sack und Tüten haben. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare rein, was euch bewegt, was eure Story ist. Wer hat denn jetzt von euch schon Motorrad dastehen und den Schein noch nicht? Oder wie auch immer. Wie sieht's aus da bei euch? Würde mich interessieren. In diesem Sinne, ach so, ja, lasst noch gerne hier ein Abo da. Das kostet nichts. Support ist kein Mord. Und hier geht's zum nächsten Video. Macht es gut. Kopf hoch, Leute. Ja, wir sehen uns am Sonntag wieder, ne? Tschö.